Hallo, dies wieder Xen, weiter mit der Legend of Zelda Oracle of Ages. In der letzten Folge haben wir das Volk der Meereszoras, glaube ich, war der Titel, angetroffen und ja, haben festgestellt, in der Vergangenheit existierte bei ihnen ein König, der ist allerdings krank und das Heilmittel wäre wohl ein ganz spezieller Trank. Und naja, einen solchen Trank haben wir von Martha ab und zu bekommen, aber wir haben von ihr ja schon öfter mal die Information erhalten. Sie ist ja die. Sie lernt ja bei der großen Hexe Sirup, glaube ich, was. Und die befindet sich ja hier auf dem Friedhof. Ich glaube, wir haben hier beim Friedhof auch noch nie die Zeit gewechselt. Wird auch mal Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der wird zwar nicht beabsichtigt. So. Hier weiter hinten müsste das gewesen sein. Genau. Einzig, was ich mir jetzt gerade denke, wir könnten doch hier einfach auch mal. Genau. Hier müssen wir gleich hin. Aber mich würde gerade mal interessieren, wie sieht dieses Gebiet eigentlich in der Gegenwart aus? Okay, so viel dazu. Eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Im Ausgang lärmt jemand. Ja. Hallo. Ich bin die große Hexe Sirup. Und dies ist mein Fläschchen-Shop. Bring her, was du wünschst. Ja. Bitteschön. Magische Flasche. Macht 300 Rubine pro Stück. Mhm. Das ist Sirups Zaubertinktur. Sehr praktisch, wenn deine Herzleiste erschöpft ist. Du hältst eine Magieflasche. Sie hilft dir, deine Herzleiste aufzufüllen. Ja, das müsste aber auch das sein, was uns, was dem König der Zoras hilft. Meine ich zumindest. So. Ja, genau dahin wollen wir. So. Oder bin ich in der falschen. Ich bin in der falschen Zeit. Hier ist der König schon verstorben. Oh. Ja, dann habe ich es genau falsch gesagt. Gut, dann gehen wir an Land. Holen uns nochmal kurz Kerne. Und dann spielen wir uns wieder in die Vergangenheit. Ja. Schon die Gegenwart beim Friedhof, wo wir waren. Tja. Aber das müsste doch das sein, was der König braucht, oder? Oder täusche ich mich da? Ich meine, ganz nur haben wir halt jetzt eine Magieflasche, die uns auf jeden Fall helfen wird. Diese Schmerzen. Das ist mein Ende. Welche Tragödie, dass die königliche Familie innerhalb einer Generation ausgelöscht sein könnte. Diese grausamen Schmerzen. Gibst du ihm die Magieflasche? Yep. Ja. Das ist eine Magieflasche. Das ist mir nicht geheuer. Doch wenn ich sterben muss, kann es kaum noch schaden. Pfui! Schmeckt zum Kotzen. Schön formuliert. Doch es wirkt. Das blaue Blut ist gerettet. Wer bist du? Nun, vielen Dank, Xi. Das verschmutzte Wasser, das vom Osten her strömt, muss mich krank gemacht haben. Ich werde dich nie vergessen. Was ist dein Anliegen, Xi? Wie? Ein großer Fisch? Du meinst wohl... Jabu, jabu! Doch... Jabu, jabu! ...ist der Behüter von uns Zoras. Ihn als Fisch zu bezeichnen, ist beleidigend. Hüte deine Zunge! Seit kurzem Von Osten herbei. Möglich, dass ich davon krank wurde. Jedenfalls werde ich deine Hilfe nie vergessen. Hilft mir einer von euch jetzt? Hab vielen Dank für die viele Hilfe. Du hast König Zora seine Lebenskraft zurückgegeben. Ja, eigentlich wollte ich ja in die Bibliothek, oder nicht?
Schön, schön gesehen. Schön, schön. Der König lebt. Schön, schön. Das ist toll. Jojo. Ich habe mich ordentlich benommen. Ich habe ihm nur etwas zu trinken gegeben, was er zum Kotzen fand. Aber ich habe mich dabei ordentlich benommen. So. Naja, Ach so. Ich habe das Gefühl, wir waren in der Vergangenheit noch nie hier. Hallo? Blub, blub. Ja, ansonsten? Die See ist dreckig. Man kann nicht mehr in Ruhe schwimmen. Müssen wir jetzt wieder die Zeit nach vorne drehen, weil der König ja dann nicht verstorben ist und... uns dann helfen könnte? Ich weiß es ja nicht. Mal rumprobieren. In den kleinen Yabu Yabu werden wir wahrscheinlich nicht hinein können. Also theoretisch schon, aber da werden wir in dem Labyrinth noch nicht viel finden. Hallo, König. Großer Heiler. Was ist dein Begehr? Du möchtest den Bauch Yabu Yabus betreten? Es erfordert meine Zustimmung, um Yabu Yabu zu betreten. Ich kann nicht jedem gestatten, unseren Behüter aufzusuchen. Du kannst uns höchstens daran hindern, tatsächlich sein Inneres zu betreten. Wobei auch das schwierig wäre, denn da waren keine Wachen. Nur einer, der gesagt hat, ja, da drüben ist Yabu Yabu, unser Schutzheiliger. Hey, geh ruhig durch. Übrigens hat das dreckige Meereswasser Yabu Yabu fast umgebracht. Wenn du festen Willens bist, dann erlöse uns irgendwie von der Verseuchung und rette Yabu Yabu. Nimmst du diese Aufgabe an? Klar. Sehr gut, dann nimm dies. Der Büchereischlüssel. Es ist der Schlüssel zur Bücherei der Brilleninsel. Im Osten. Diese Bücherei stammt aus der Antike. Es ist daher ungewiss, ob der Schlüssel noch funktioniert. Doch vielleicht findest du die Ursache der Verunreinigung. Ich glaube daran, dass du Yabu Yabu rettest. Ist die Bibliothek dann jetzt quasi eine Art... Aua. Okay. Ist diese Bibliothek jetzt unser nächstes Verlies oder nicht? Ich meine, ansonsten kann es natürlich sein, dass wir ja einfach schon beide Verliese direkt vor der Nase haben. Bin auch gespannt, ob das mit der Nebenaufgabe irgendwann mal weitergeht. Wir brauchen immer noch jemanden, der diesen Klebebart braucht. Ich schätze mal, wir haben einen ganzen Teil der dieser Tauschaufgabe jetzt schon gefunden, aber... halt nicht die Person, die den Klebebart braucht. So. Wieder den Schlüssel ganz typisch über das Schloss hinwegschmeißen. Ach so. Das ist gar nicht. Hallo? Na, wie geht's euch, ehemals Eingesperrten? Jene, die eine seltsame Kreatur auf der Insel im Westen sahen, erzählten, sie sei stets dort. Sie greife nie an und starre ins Leere, als bitte sie um Hilfe. Manche meinten gar, sie könne sprechen. Welch Unsinn! Dies ist die Bücherei der Brilleninsel. Es heißt, weiter hinten würde Feenstaub aufbewahrt. Doch davon muss ich mich erst noch überzeugen. Okay, dann bleib halt weiter hinterm Tresen. Die Feenkönigin lebt gewöhnlich auf der Insel westlich von hier. Doch sie ist vor kurzem verschwunden. Die Feenkönigin könnte gewiss etwas für die See bewirken. Meinst du? Feenstaub wird im hinteren Teil gehortet. Ohne ein weiteres Siegelbuch. Siegelbuch. Wird der Staub jedoch unerreicht bleiben. Apropos, was ist Feenstaub? Tja. Es ist ein Podium, das einem Buch Platz bietet. Wie dem da drüben? Okay.
Ja? Da liegen Bücher. Der da drüben hat Trank hinter sich liegen. Und jetzt? Meine Bibliothek wird in der Zukunft auch nicht offen sein, weil ich sie jetzt aufgemacht habe, oder? Ich habe ansonsten keine Möglichkeit, darüber zu gelangen. Der Kerl da weiter hinten wird wahrscheinlich nicht mit mir sprechen. Oder ist sie vielleicht doch in der Zukunft jetzt immer noch offen? Ich weiß es nicht. Ach so. Logisch, in aller Zeit haben sie zwar das Schlüsselloch entfernt, aber die Tür bleibt halt offen. Hallo Zora. Ich untersuche die Ursprünge der Verunreinigung der See. Es scheint, als wäre sie vor Jahrhunderten binnen kurzer Zeit verseucht worden. Doch das ist alles, was ich herausfinde. Hallo. Willkommen. Dies ist die Bücherei der Brilleninsel. Vor langer Zeit wurde an eben diesem Ort der Feenstaub aufbewahrt. Doch irgendwer hat es irgendwann in der Vergangenheit entwendet und nun ist nichts verblieben. Jo, das werden wahrscheinlich wir gewesen sein. Früher lag da hinten etwas, um Dinge zu lagern. Doch nun liegt dort nur dieses gammelige alte Buch. Früher lag da hinten etwas, um Dinge zu lagern. Doch nun liegt dort nur dieses gammelige alte Buch. Schön, dass ich zweimal denselben Text vorgelesen habe, ohne tatsächlich zu merken, dass ich zweimal denselben Text vorgelesen habe. Ich kann schon lesen. Die Königin der Feenwelt und Beschützerin der See. Das ist mein Lieblingsbuch. Meinen Glückwunsch. Kennst du den Feenstaub? In Märchen heißt es, damit könne man eine verhexte Königin wieder zurückverwandeln. Man sagt, dass Feenstaub lange Zeit zurückgehalten wurde. Keine Ahnung, ob das wahr ist. Aber ich finde es romantisch. Aha. Dann, wieso war in der Vergangenheit denn hier so ein gigantisches Loch im Boden? Das ist das Siegelbuch. Einst war es Teil eines Satzes. Schatzes. Ja, abgegangen. Nun ist es als einziges verblieben. Der Gebrauch ist ein ewiges Rätsel. Du behauptest, das Rätsel des Buches lösen zu können. Hoho! Das sollte interessant werden. Ich übergebe dir das Siegelbuch. Du dahergelaufener Mensch mit grüner Kleidung. Ich vertraue dir sofort. Du hältst das Siegelbuch. Na danke, das war ja einfach. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder in die Vergangenheit und legen das Siegelbuch auf das Podium, auf dem theoretisch ein Buch platziert werden könnte. Aber nur eventuell. Theoretisch kann man da auch irgendwas anderes draufstellen. Aber nur ein Buch bringt einen Effekt, weil ein Buch ist das Einzige, was in einer Bücherei auf einem Podium platziert werden darf. Logischerweise. Bitteschön. Es ist ein Podium, das einem Buch Platz bietet. Legst du das Siegelbuch an diesen Platz? Ja. Viermal nach rechts, zweimal nach oben, zweimal nach rechts. Eins, zwei, drei. Wieso ist dann hier... Ja, ich kann es aber auch weiterhin so machen. Zwei nach oben, eins nach links, zwei nach oben. Okay, das... Tja, wertes Spiel. Hättest mir vielleicht damals im Verlies nicht unbedingt so ein Rätsel stellen sollen. Ach ja. Tja, wie gesagt, dank der Kraft des Somaria-Stabs brauche ich mir hier gar nichts merken. Sondern ich brauche einfach nur noch aktivieren
und rumprobieren. Ja Mensch, das wird ja jetzt garantiert nicht. So. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Beachtlich, dass du es soweit geschafft hast. In Anerkennung deines Mutes biete ich dir dieses an. Das ist Feenstaub. Er vertreibt Flüche. Fahre fort ohne Furcht. Besinne dich auf deinen Mut. Okay, danke. So, genau. Wir sind eh in der richtigen Zeit, denn in der anderen Epoche kommen wir da gar nicht rüber. Schmarrn, kommen wir sowohl rüber. Was sag ich denn da? Du bringst mir Feenstaub. Nun kann ich wieder normal werden. Bestreue mich mit dem Puder. Es sei getan. Danke, junge Abenteurer. Nun kann ich die See vom Bösen säubern. Ja, du sollst die See säubern. So, damit verschwindet der ganze Glibber. Sehr schön. Bewegungsfreiheit. Schön, 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 schön. Gut, aber dann kann ich mir schon vorstellen, was unsere letzten beiden Verliese sein werden. Das nächste ist Lord Yabu-Yabus Bauch und das letzte ist dann wahrscheinlich das Piratenschiff. Was wahrscheinlich ein Geisterschiff sein wird. Andererseits könnte es natürlich auch das Schiff der Piraten aus dem Vorgänger sein. Aus Seasons. Entschuldigt, wenn ich da gerade drüber rede. Hier natürlich die Frage, gibt's hier noch irgendwelche? Nö, da geht's nicht wirklich mehr nach oben, ne? Ja, jetzt haben wir halt noch diese. Ja, wobei, war das Schiff nicht inmitten von Strudien? Jetzt werde ich aber trotzdem mal. Wobei, du bist ja immer noch eine Fee, ne? Genau, dankeschön. Ich muss jetzt trotzdem nochmal kurz nachschauen. Was war hier nochmal in der Gegenwart? In der Gegenwart war das zur Seite verschoben und hier war aber trotzdem eine Höhle, oder? Die war halt jetzt, die war halt dann nur in der anderen Zeitepoche weiter verschoben, genau, und deswegen kamen wir dann nicht heran. Das war relativ perfekt. Hallo? Okay, jetzt ist keiner da. Das war unspannend. Höp. So, aber Gegenwart ist genau richtig, denn dann können wir jetzt wieder zu Lord Yabu-Yabu. Ist nur fraglich, ob der uns. Ach, wobei, nicht mal, der König muss uns ja erstmal die Erlaubnis erteilen. Oh, du hast die See gesäubert. Jetzt darfst du gerne im Bauch unseres Schutzheiligen herumspazieren. Dank dir ist das Meereswasser wieder rein. Und Yabu-Yabu, Yabu-Yabu ist genesen. Alles ist in Ordnung. Auf mein Wort ist Verlass. Ich ernenne dich zum Held der Zora und gestatte dir somit, Yabu-Yabu aufzusuchen. Du darfst nun Yabu-Yabu sehen. Ja, ich will den nicht nur sehen, du. Sehen allein konnte ich ihn schon nach Belieben. Auf ekelhafteste Art und Weise interessieren mich momentan seine inneren Werte. Oh, dankeschön. Das nenne ich schwere Kost. Yabu-Yabus Bau. Oh Gott, das ist jetzt aber kein komplettes Unterwasserver. Oh ja, ja, hier hat sich einiges verändert seit damals, ich merke das schon. So, was hätte ich mir jetzt gerade denke? Ja, wollte gerade sagen. Solange hier noch Wasser ist,
was garantiert auch so bleiben wird. Gibt's ja hier überhaupt keine Beschwerden. Kann ich solche Dinge unter Wasser überhaupt hochheben? Nö. Ja, das heißt, wir müssen hier irgendwie... ja, das Wasser ablassen. Klingt komisch, aber es ist nun mal die Wahrheit. Hier haben wir schon mal zumindest eine Stelle, wo kein Wasser ist. Bin ja mal gespannt, was hier dann unser Verliesgegenstand sein wird. Vielleicht kriegen wir irgendwas, mit dem wir den Wasserstand verändern können, was auch immer das im Bauch eines Wals genau sein soll. Aber ach so, nee, wir kriegen... Oh nein, der reicht ja reichweitenmäßig gar nicht rüber. Ist das blöde. Hätte ich doch nur einen, der mehr Reichweite hat. Ah. Und in einer schönen Farbe. Ich weiß nicht. Rot oder so. Das ist nur so ein Gedanke. Also. Vollkommen ohne irgendwelche weiteren Gedanken. Gegenstände anlegen. Ist ja hörbar. Na toll. Ja, auch hier ist es eher unpraktisch, um es mal so zu formulieren. Ja, da brauchen wir ja auch den längeren Tauschhaken. So, aber ich schätze mal, dass ich euch trotzdem zum Teufel hauen darf. Um hier einen Schlüssel zu bekommen. Oder zumindest die Karte. Oder den Kompass, was mir sagt, ich bin schon wieder weiter geschwommen, als ich sollte. Und ja, schon wieder geschwommen. Vollkommen richtig. Ja. Hier müssen wir ja gar nicht den Topf ansonsten bewegen, sondern wir können einfach so machen. Oh nein, jetzt muss ich außen rumschwimmen. Korrektur. Das haut ja so gar nicht hin. Das heißt... Muss ich hier noch irgendeinen der Blöcke verschieben? Wenn ich das überhaupt kann. Ja, gehen wir halt erstmal hier nach oben. Ja, ich habe kurz überlegen müssen, wo ich genau hin soll. Aber ja, wir haben hier quasi... ja, ich hätte eigentlich von vornherein hier hingesollt. Okay, naja, haben wir den Kompass halt auch schon. Oh mein Gott. Ich löse da mal das Rätsel hier, ne? Oder auch nicht? Okay. Dann war das nicht, was ich machen sollte. Hier wäre theoretisch ein Schlüssel, aber an den kommen wir noch nicht ran. Mal kurz gucken, was haben wir denn hier unter Wasser eigentlich? Eine Räumlichkeit, der ich bisher herzlich machen kann. So, da kann ich auch noch nichts tun. Okay. Ach ja, und ich gurke halt immer noch mit meinem Level 1er Schwert herum. Soll ich vielleicht hier für die Steine, die Oktaeder platzieren muss? Unten die Tür aufgeht. Nee. Nee, die verschieben sich dann eh wieder zurück. Na gut. Puh.
Ja, das hab ich gerade schon selber. Ziemlich arg verwundert. Solche Blödheit. So. Rückweg versperrt, aber das macht wahrscheinlich eh nichts. Was sagst du denn? Eine goldene Insel schwimmt stets auf dem Wasser. Aha. Was habe ich davon, wenn ich das Ding hier da unten drauf fallen lasse? Es ist ja eh ein Stockwerk weiter oben. Da komme ich ja so gar nicht hin. Das heißt, ich müsste von noch weiter oben da drauf. Das hier ist ja bloß wieder der Raum. So. Aber hier war noch eine Möglichkeit weiterzugehen. Dann schauen wir halt mal hier. Beziehungsweise, hier dürfen wir wahrscheinlich auch noch nicht weiter ohne den Gegenstand. Ne? Das reicht gerade so nicht aus. Schön. Eigentlich überhaupt nicht, aber naja. Okay. Ja, da drüben war eine Kiste, aber da waren wir ja komplett im Wasser. Da konnten wir ja nichts machen. Ja, toll. Wir haben ja keine Möglichkeit, uns mit dem Teil hier zu vertauschen. Das ist ein Rückweg. Mal gucken, ob er hier... Ja, aber da geht's auch noch zu der Kiste rüber. Und ja, gut, jetzt habe ich auch verstanden, warum da die Steuerungsbegrenzung ist. Gegner besiegen reicht hier nicht aus, aber wir haben hier im Raum auch sonst nichts, was irgendwie großartiger was hinweisen würde. Okay, was will man an der Stelle von einem? Bestimmt hier schon irgendwas vergeigt, oder? Ich hätte doch sicherlich hier einen Schlüssel kriegen müssen. Ja, dann habe ich das Problem damit, dass wir diesen... Und von da aus kommen wir halt mit unserem Haken wieder nicht hin, oder? Da reicht er halt gerade wieder nicht hin. Genau das Problem haben wir hier. Den kriegen wir nur darüber gehievt. Wenn wir hier mit dem tauschen, genau, dann geht der kaputt. Das dachte ich mir schon. Wenn wir bloß diesen Block hier entfernen könnten. Aber der Krug geht halt auch immer gleich kaputt. Irgendwas habe ich übersehen. Hier ist halt auch kein Weiterkommen. Ich denke mal, ja, der öffnet uns die Tür. Aber mit unserem jetzigen Haken kommen wir da halt an den Stein auch nicht ran. Und weil wir unter Wasser keine Steine schieben können... Auftauchen kann man ja auch nicht, so dass man sagen könnte, ja, dann müssen wir halt irgendwas von oben herunterfallen lassen. Das haut auch nicht hin. Hier kommen wir nicht durch, weil wir unter Wasser keine Steine schieben können. Hm.
So, da war das mit der goldenen Insel drüber. Da kommen wir nicht weiter, weil unser Tauschhaken nicht weit genug reicht. Selbst dafür kriegen wir Schaden, wirklich? Mhm, du mich auch. Irgendwo war ich doch bestimmt einfach noch nicht. Wir haben so viele Kisten und an keine kommen wir ran. Der Gang da oben, der noch rüberführen würde, das war auch so eine Stelle, wo man den, wo wir den längeren Haken bräuchten. Irgendwas übersehe ich hier doch. Ganz eindeutig. Jetzt wieder darüber und da kommen wir wieder in den ersten Raum. Das hier ist auch gut und schön, aber... Oder will man mir hier sagen... Guck dir mal die Position der Juwelen an. Jedes davon ist vor einer Stadt. Tue nur eines nicht. Bereinige das mal bitte. Ah, Tatsache. Okay. Na dann, wissen wir ja, wie es weitergeht. Entschuldigung, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass bei unmarkierten Feldern plötzlich Symmetrie wieder wichtig ist. Aber gut, dann würde ich aber an der Stelle trotzdem sagen, Süßig, thanks wieder bei der Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich bin Xi, bis dann Leute, ciao.